So, hallo und herzlich willkommen. Also, ich habe gerade eine ultimativ gute Nachricht, was heißt bekommen? Ich habe sie herausgefunden. Und zwar ist, unten rechts sieht man ja immer das Datum und die Zeit, kann man auch gar nicht richtig ausschalten. Aber es ist heute, ist das neue Update für den LS rausgekommen, 1.2. Und bisher war es so, deshalb habe ich mich auch so ein bisschen zurückgehalten in letzter Zeit noch mit den Videos. Beziehungsweise bisher, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist doch Mist, wenn ich jetzt versuche, irgendwie zu zeigen, wie man was aus dem 19er in den 22er konvertiert und man dabei dann massive Texturprobleme hat. Zumindest war es dann für mich so, weil ich mappe halt am liebsten. Ich bin nicht so der Typ, der Traktoren baut oder sowas oder irgendwie ein Grubber oder so. Da finde ich, gibt es im Spiel schon genügend Varianten von, die mich dann auch durchaus reizen, nur bei den Maps, ne, das ist, weiß nicht, das interessiert mich persönlich halt so am meisten, aber das ist ja jedem selbst überlassen. So, und ich will jetzt einmal zeigen, wie man aus dem 19er in den 22er konvertiert. Und da kommen wir zu dem Punkt, der ganz, ganz, ganz interessant dabei ist. Und zwar, ich habe hier schon mal die Karte, das ist ein Projekt, das wir gerade hier bearbeiten zusammen alle. Hier ist jetzt schon der Ort ein bisschen angefangen. Das hier sieht es eigentlich am nettesten aus. Der Rest sind halt nur Straßen oder halt noch gar nicht so. Angefangen im 19er, wie man hier sieht. Alice 19. Und ja, hier sieht man halt die ganzen Gebäude und so weiter. Hier ist ja alles noch schön und gut. Und jetzt war es so, das war besonders markant, was bei den Straßen. Hier sind. Okay, hier ist ein kleiner Texturenbug im 22er. So sieht es eigentlich im LS dann aus, die Kreuzung, eine ganz schicke eigentlich. So, und jetzt ist die Sache, wenn wir jetzt mal, nehmen wir einfach mal hier so ein Stück Straße hier. Das ist schon ein großes Stück Straße. Haben wir hier nicht ein kleineres? Ja, hier haben wir ein kleineres. So, und zwar sind Objekte bisher, muss man jetzt sagen, bisher waren Objekte so aufgebaut, also im 19er, dass wir quasi, die sind alle hier mit dem Spline Street Constructor erstellt, auch die ganzen Straßen. Ne? Hier ist auf dieser ganzen Karte ist nicht eine einzige Straße, die aus dem Baukastensystem heraus entstanden ist. Die Sache war, ich habe hier meine Straße, habe ich alle Straßen genommen, ne? File, Export gemacht und so weiter, alles ganz schön und ganz toll. Problem an der Geschichte, da war ich dann etwas deprimiert. Ich habe sie importiert und dann wurden die Texturen absolut falsch im neuen Editor angezeigt. Die Sache ist jetzt, es wird gleich, das sage ich jetzt schon mal vorab, weil das Update für den Editor muss ein Update bekommen, sonst wird das keinen Sinn machen, weil dann nämlich alle Mod-Maps, die bisher funktionieren, nicht mehr funktionieren würden. Aber das liegt daran, dass der Editor ja auch auf die Basis-Spieldateien zugreift und dass da etwas geändert wurde drin. Und jetzt das Update für den LS habe ich schon installiert und das ist gerade das Schöne daran. Ich habe die Straßen übernommen in die Map vom 22er dann und halt die ganzen Bodentexturen und so weiter. Das will ich gleich alles einmal zeigen, wie dass man das übernehmen kann und so. Das machen wir gleich einmal. Nur die Sache ist, dass hier sieht man ja, das ist ja nicht alles eine Textur, sondern, also es ist ein Objekt, sieht man hier ja. Nur, dass die eigentliche Textur von der Straße fängt ja hier an und geht rüber bis hier hinten an der Seite. Ich kann mal den Navigationsspeed ein bisschen runterstellen. Und geht rüber bis hier drüben. So, und danach fängt hier ein neues Objekt an. Oder hier auch. Das ist linker und rechter Rand. Das sind beides neue Texturen, die in einer anderen Datei sind. In einer anderen DDS oder PNG. Eigentlich nehme ich mal DDS, weil das performanter ist. So, und jetzt ist das große Problem daran gewesen, dass diese DDS-Dateien oder PNGs dann, dass hier einfach ein Texturfehler aufgetreten ist. Dann hat er nämlich die, manchmal hat er sie, manchmal nicht irgendwie, ich weiß nicht nach welcher Devise er das entschieden hat oder halt auch nicht entschieden hat, hat er die Texturen gerendert oder halt auch nicht und dann war das Objekt, also quasi diese einzelnen Dreiecke sind quasi immer ein Element, der erstellt quasi statt Vierecken, erstellt er Dreiecke, denn mit Dreiecken kann man jegliche Polygonformen abbilden, weil man die unterschiedlichen Schenkel unterschiedlich lang macht und so weiter, ne? Das ist ein ganz typisches Programmierverhalten. So, und dann sind hier quasi diese Dreiecke einzeln. Die hat er dann quasi, hier hat er diese Textur genommen.
Oder er hat dann quasi an der einen Seite hat er angefangen, hat sich die Textur quasi gemerkt und hat dann die Textur in der Mitte quasi weiterverwendet und hier drüben war dann wieder irgendeine andere Textur oder sowas. Hier, Moment, ich muss einmal schnell hier nach hinten. Hier ganz weit hier hinten. Hier zum Beispiel, hier sieht man das jetzt. Hier ist so eine Erdkante, weil hier kommt noch ein Graben hin, den wir nur noch nicht reingebaut haben. Und dann war hier die Sache. Er hat hier zum Beispiel, hat er den Bürgersteig genommen, hat den Bürgersteig dann hier auf der Straße weitergeführt und hier drüben, das hier hat er gar nicht angezeigt, diese Kante hier. Und das ist Kurzfassung, das ist ja einfach Mist. Und ja, jetzt ist die Sache, dass hier jetzt, das hier ist ja im alten Editor, hier sieht das alles noch ganz schick aus. Im neuen Editor hat er halt einfach nur Mist daraus angezeigt. Und das war einfach ziemlich blöd, um es kurz zu fassen. So, und jetzt, ich übernehme jetzt hier nicht alles raus, sondern ich kopiere einfach nur die Straßen jetzt einmal mit, beziehungsweise die Felder können wir auch noch gleich mitnehmen, das macht ja keinen Aufwand. Bei den Straßen, ich nehme die Brücke, ich habe hier nämlich diese eine Brücke, die nehme ich jetzt mal nicht mit, weil das macht nur ganz viel Shader-Aufwand und so weiter, das sparen wir uns einmal schnell. So, und dann können wir das hier einmal markieren, File, Export Selection und auf die Tutmap rüberbringen. Da habe ich hier schon die, habe ich wieder die Map Alpine. Das Ganze ist nämlich hier auch eine Vierfachkarte. Deshalb habe ich da auch die Vierfachkarte. Nennen wir das einmal Export. Speichern wir. Hat er gespeichert. So. Und dann können wir das jetzt sogar schon zumachen. Nein, das wollen wir auch nicht speichern. So, und jetzt geht's los. Und zwar wollen wir ja jetzt zum einen, ich habe jetzt hier nichts geändert an der gesamten Ordnerstruktur und so weiter. Deshalb haben wir jetzt hier die ganzen Sachen drin. Das ist ja auch alles in Ordnung. Die Sache ist, es wird gleich, weil, habe ich ja schon gesagt, weil der Editor noch nicht gepatcht wurde auf die neuere Version. Das Update gab es bei mir eben gerade nicht. Wenn es jetzt da wäre, wäre es natürlich super praktisch, aber ich glaube noch nicht so ganz daran. Also das LS-Update, das ist heute Morgen rausgekommen und ja, jetzt will ich das unbedingt einmal teilen, die ganze Geschichte hier, weil das ist einfach genial, denn vorher waren diese Texturen Bugs und das haben sie einfach gefixt, dass man jetzt aus verschiedenen Texturen wieder Sachen nehmen kann. Das ist total klasse. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade gefreut habe, als die Map, die und ich habe die Straßen rübergenommen und war so, naja, da hast du die Straßen jetzt schon drin und dann musste sie jetzt, weil das Blind Street Constructor dann ja de facto auch nur halb funktionieren würde, funktioniert hätte. Hätte man nämlich jedes Objekt alles einzeln machen müssen. Das heißt, die Straße mit einer Textur in einem Objekt, dann den linken Rand und dann den rechten Rand, weil sonst frisst er die ganze Sache nämlich nicht. Das funktioniert jetzt aber so. Und dann laden wir jetzt einmal die Map i3D mit dem neuen Editor. Ne, warte, das ist die alte. Die nimmt er nicht. Wir machen das jetzt mal. Moment, wir fangen jetzt an, genau hiermit erstmal. So, hier ist ja alles schwarz drin. So, und dann haben wir hier zum Beispiel die dem.png. Und dann haben wir hier unten, haben wir die Map dem.png. Dann kopieren wir das einmal. Ziehen, na nee, sollte die nicht verschieben. Kopieren ist immer besser. So, entfernen. Nein, nicht F1. So, Map DM. Dann haben wir die schon. So einfach ist das, denn die, das hat sich nicht geändert. Das sind einfach PNGs und das Format ändert sich überhaupt nicht. Die müssen einfach nur kopiert werden. Grass Rogue können wir dann auch direkt einmal umbauen. Das heißt hier allerdings, also in dem anderen heißt es nicht Grass Rogue, sondern Grass Alpine. So, dann kopieren wir hier einmal den Alpin-Part und tauschen das aus. Die Sache ist, ihr könnt ja die Map auch selber auswählen und dann müsst ihr halt einfach nur die passenden Texturen dafür. Das war dumm. Hab gerade Steuerung C statt Steuerung V gemacht. Könnt ihr die Texturen ja alle selber auswählen, so wie ihr die haben wollt. Und dann
Könnt ihr halt auch zum Beispiel die US-Karte nehmen oder die Frankreich-Karte oder so. Aber weiß ich nicht, ich finde die Alpin-Karte, weil die halt am dichtesten, also die Karte soll halt in Deutschland spielen und da ist die Alpin-Karte am dichtesten von den Texturen dran. In Frankreich sind die Texturen ja wieder eine Nuance anders. Und da weiß ich nicht, da fand ich die Alpin-Karte so am besten. Deshalb habe ich ja hier auch die Alpin. So, und dann bräuchten wir zum Beispiel jetzt auch noch konkret. Concrete, 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 wo ist es? Da. Concrete war, glaube ich, exakt identisch. Genau. Concrete Weight. Steuerung C. Steuerung V. Bitte ersetzen. Jawohl. So, was haben wir hier denn noch? Wir müssten dann noch Gravel irgendwie haben. Gravel. Also ich weiß, dass das Gravel heißt, nur wir sprechen das aus Spaß immer anders aus. So, und dann haben wir jetzt schon so, ich glaube, mit mehr haben wir tatsächlich gar nicht gemalt. Also ich übernehme jetzt noch die Dirt, nicht Dirt Grass. Hier sind so viele Texturen übrigens drin, weil das hier eine Kombinationsmap ist. Die hat aus dem 19er quasi sowohl die Texturen aus der US als auch aus der Fels, also aus der, was, wie hießen sie, Felsbrunnen und nicht Elm Creek, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die US-Karte habe ich nie gespielt, US interessiert mich nicht. Bin ich die Erddatei nicht, aber ich glaube, die wurde auch gar nicht benutzt. Asphalt, gab es das hier auch? Asphalt Alpin heißt das hier, oder wie? Ja, genau. Kopieren. Und hier wieder einfügen. Und dann muss natürlich hier wieder geändert werden auf Alpin. Oh, sagt man nicht, sorry, tut mir leid. Na, komm her. So, das müsste es ja gewesen sein. So. Das müsste jetzt alles gewesen sein an Texturen. Die Cultivator Density und die Farmlands und so weiter. Genau, Farmlands ist noch ein gutes Stichwort. Farmlands, GLAE, Copy, Paste. Full Layer Farmlands GLAE, Steuerung C, rausschmeißen und wieder einfügen. So einfach ist das. Die Farmlands, ich habe hier 255, also 256 sind es ja insgesamt, aber das Null verwendet man ja nicht, also 255 nutzbare Farmlands drin. Hier sind die Info Layer Farmland GLAE, die ist in der Mod Alpine, in der Alpine Map hat, wurde das zum Glück schon umgestellt, von daher ist das alles gar kein Problem. Die anderen Sachen hier sind jetzt erstmal irrelevant. Natürlich kann man jetzt die Cultivator Density, kann man die noch mit übernehmen. Aber, weiß ich nicht, die Arbeit habe ich mir gar nicht gemacht, weil die muss man halt jetzt komplett umstricken. Und da habe ich gar kein Interesse in dem Sinne dran gehabt, weil ich mir gesagt habe, ja, ich kann doch auch einfach, also was anzupflanzen, würde es halt sowieso nur bringen für das erste Feld,
also für die Startfelder. Und das dauert nicht lange, das einmal kurz wieder nachzuarbeiten. Und deshalb habe ich mir gesagt, anstatt die hier aufwendig zu konvertieren oder so, gehe ich da einfach ran, starte das Spiel einmal. Und dann habe ich meine gesamte neue Kultivator-Density in meinem Save-Game drin, wenn ich es gespeichert habe. Und dann kann ich die einfach in die Map kopieren und fertig ist es. So habe ich die anderen auch immer erstellt. Weil da muss man nicht gleichzeitig immer alles malen und dann genau nur das, was die blaue Plane da erfüllt für die Feldmission und so weiter, kann man sich dann alles schenken. So, und dann müsste jetzt, ich gucke nochmal für den Asphalt Alpin nach, ob das jetzt richtig war so. Map i3D, Edit with Notepad. Siehste, da habe ich nämlich hier einen Fehler gemacht. Asphalt Alpine Weight. Hätten wir jetzt nämlich schön einen Error reingekriegt. Das war dumm. War die falsche Datei. Asphalt Alpine Weight, Asphalt Alpine 2, nein, nicht die PNG öffnen, Asphalt Alpine 3, Asphalt Alpine 4. So, dann haben wir's. So, hier brauchen wir jetzt nichts dran zu ändern. Das sind die ganzen Texturen, die er lädt. Und da werden jetzt gleich Fehler auftauchen, weil hier teilweise die Pfade und so weiter für manche Sachen geändert wurden. Deshalb müssten da gleich Fehler aufkreuzen. So, hier haben wir aber nichts dran geändert. Deshalb brauchen wir da auch nichts dran zu machen. Das Einzige, was wir noch machen könnten, sollten, wäre noch einmal hier in die Farmlands gehen, weil hier hat er nämlich, wieso auch immer, statt 8 hat er nur 6 reingeschrieben. Das wird, wenn wir die Felder importiert haben, wird das eine massive Fehlerliste hier aufwerfen, dass die ganzen Felder nicht drin sind. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Also wenn man zum Spiel startet, der Editor heult da ja noch nicht rum. So, und dann starten wir einmal den Export i3D hier. Da müssen wir jetzt nämlich noch die ganzen Texturpfade an. Müssten wir die ganzen Texturpfade anpassen? Ich mache das jetzt nicht. Aus dem Grund, dass das jetzt nur eine Tutorial-Map ist. Hier müsstet ihr allerdings halt alle Pfade jetzt einmal anpassen. Also in meinem Fall jetzt alles bis hier hinwegnehmen, auf jeden Fall. Und dann quasi den Pfad, ab hier fängt ja der Pfad im Mod selber an. Und dann müsstet ihr von hier aus den Pfad dann, obwohl doch. Nee, den hier müsst ihr auch noch wegnehmen. Also in meinem Fall jetzt, aber das ist jetzt ja Spielerei, das müsst ihr ja selber wissen, wie eure Mod-Struktur da genau aufgebaut ist. Das Relevante ist hier auf jeden Fall, dass hier Data, der $Data-Ordner, der verweist ja immer auf den LS-Ordner und das hier ist jetzt ja exportiert mit dem alten Editor. Das heißt, der verweist jetzt quasi in seiner Definition auf den 19er-Ordner. Der neue interpretiert den aber gleich als 22er. Da brauchen wir nichts zu ändern. Allerdings müssen wir, Moment, muss ich noch einmal den Pfad genau raussuchen. Habe ich auf dem anderen Desktop, Sekunde. Wo ist er? Da, der LS-Ordner. Da müsst ihr dann nämlich bei euch einmal nachschauen. Also ihr müsst es nicht nachschauen, das ist bei jedem gleich. Genau hier, FS19 Support. Da habt ihr nämlich hier unten ist ein Shader und der würde halt total rumbuggen. Und dann bauen wir hier FS19 Support mit dem Slash ein. Und da ist genau dieser Shader, ist in diesem Ordner drin. Und ja, dann lädt er den halt direkt. Dann können wir das jetzt einmal speichern. So, und hier hat er genau, das hat er alles drin, die ganzen Texturen, die kennt er ja alle schon. Kann ich beides wieder zumachen und schließen. Und dann einmal die Export i3D schon mal hier mit öffnen. Und dann meckert er gleich in der Shapes-Datei rum. Genau hier, das ist das Einzige, was er da an Fehler rausschmeißt. Old Shape Version. Ansonsten hat er alles brav gemacht. An den Feldern darf er sowieso nicht meckern. Nur die Sache ist, hier sieht man es jetzt schon, genau die Bugs, von denen ich gerade gesprochen habe, die im
jetzt in dieser Version vom Editor noch drin sind. Im Spiel sind sie aber schon nicht mehr drin. Im Spiel funktioniert das jetzt schon. Da müsste es aber dem nächsten Editor-Update geben, habe ich ja schon fünfmal jetzt wahrscheinlich gesagt. Und das hier ist halt die eigentliche Straße und das hier war das mit dem Bug, ne? Eigentlich geht halt hier zum Beispiel die Straße jetzt weiter, genau in demselben optischen Schema, aber das juckt ihn halt nicht. Und hier die Kanten, die interessieren ihn halt auch nicht. Hier hat dann nämlich zum Beispiel, das hier ist eigentlich die Textur von der Kante, die er da jetzt als Straße gewertet hat, weil die Straße als erstes definiert wird und danach der linke und der rechte Rand. Hier hat er dann aber beides zum Beispiel jetzt richtig gemacht und hier hinten müsste er auf beiden Seiten irgendwo Sachen haben. Hier müsste er auf beiden Seiten Bürgersteig haben. Da hat er zum Beispiel nur auf einer. Und das, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wieso er hier dann auf einmal abbricht. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Aber das jetzt nur mal so. Auf jeden Fall ist das jetzt unser Straßennetz mit allen Wegen und so weiter. Und hier hinten in der Ecke ist das, was ich schon gezeigt habe, mit dieser Kreuzung und so, die hier sogar durchaus gut aussieht. Also für bisherige Verhältnisse so. Naja, auf jeden Fall, da gehen wir nicht näher drauf ein. Klappen wir alles einmal zu und dann machen wir Steuerung S und speichern das einmal. Dann hat er nämlich die Shapes-Version, an der er jetzt gerade rumgemeckert hat, hat er einmal überschrieben und machen das Ganze zu. Und dann öffnen wir die Map-i3D. Und jetzt dürfte er ein wenig rummeckern. Dass er da irgendwas nicht findet, weil er jetzt ja auf den neuen LS zugreift, auf den 22er. Genau, und hier unten kommt er schon mit GSLI-Error und so weiter, hat er hier tonnenweise irgendwelche Fehler. Das liegt daran, also ich weiß nicht, wo genau jetzt dieser Fehler liegt. Also das habe ich bei der Map, die ich nicht verändert habe, in die soweit schon fertig war, die halt nur diesen Texturfehler hatte, hatte ich das auch. Jetzt sehen wir hier quasi das Terrain, sehen wir jetzt gar nicht, ne? Wir können das jetzt nur erahnen, weil er das Terrain quasi errendert ist. Das merken wir jetzt hier ja schon. Hier ist es ja uneben. Er hat jetzt quasi unser Terrain übernommen und er projiziert auch alles auf dieses Terrain drauf. Sieht man jetzt hier so ein bisschen. Nur er zeigt es halt irgendwie nicht an. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug ist und wie die das geschafft haben, diesen Bug einzubauen. Aber ich akzeptiere das jetzt einfach für diesen Fall und dass ich jetzt so lange nicht mehr wirklich weiterarbeiten kann, bis die das Update rausgebracht haben. Und ansonsten habe ich ein ziemliches Problem. Aber die Map ist so fertig funktionsfähig bisher gewesen und die werden, denke ich mal, der Editor ist ja noch in derselben Version. Das muss am LS-Update liegen, das er jetzt gekriegt hat. So, und dann importieren wir einmal. Importieren. Diese tolle Exportdatei, die wir hier gemacht haben. Die lädt er jetzt einmal kurz. Das braucht ein Momentchen. So. Jetzt hat er hier wieder ein Shader. Ah, nee, das hat er schon vorher gehabt. Genau so. Und jetzt hat er das importiert. Ohne Fehler. Sehr schön. Freut mich. So. Und jetzt kann man schon ein bisschen mehr erkennen. Die Sache ist, jetzt zeigt er hier natürlich. Zeigt er auch diese ganzen komischen Texturenfehler und so weiter, sind hier alle immer noch drin. Das wird sich auch nicht ändern, weil wir es ja nur in den neuen Editor importiert haben. So, die Felder lasse ich da. Da müssen wir jetzt die alte Felddatei, die können wir eins zu eins übernehmen. Die alte Felddatei wird gelöscht und fertig. Wir können die jetzt hier noch ins Gameplay reinziehen, aber das ist jetzt egal, ob die jetzt da drin ist oder nicht. So, und jetzt haben wir hier quasi die ganzen Straßen. Und wir müssen jetzt eigentlich, weil jetzt ist auch schon alles übernommen, wir haben jetzt auch schon, da müsste jetzt die Layer, Terrain Info Layer Paint Mode, ich habe hier das auf meinem anderen Bildschirm, wie immer, kann ich jetzt einmal kurz die Farmlands nehmen, die er jetzt natürlich auch nicht anzeigt, weil er die Map ja nicht richtig anzeigt. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Es tut mir jetzt leid, dass ich das nicht zeigen kann. Das tut mir wirklich leid. Aber er nimmt sie. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil das ist jetzt quasi, ich weiß nicht, ein paar Stunden nach dem Update. Ich würde mal sagen, 3, 4, 5. Wahrscheinlich haben die jetzt den, oder ich weiß nicht, wann das Update genau rausgekommen ist, aber es war auf jeden Fall heute, weil gestern Abend gab es das noch nicht. Klammer auf, bis ungefähr 1 Uhr heute Morgen. So, und ja, jetzt kann ich das natürlich nicht zeigen. Ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Es funktioniert. Und jetzt kann ich das Ganze einmal speichern. Ich muss jetzt gleich die Karte noch benennen, damit ich das einmal im Spiel dann auch zeigen kann. So, dann kann ich den jetzt zumachen. Eine clevere Sache, die ich jetzt machen kann, weil das ja genau die XML ist aus der anderen Karte. Ich
kopiere jetzt einfach die Farmland-XML hier rüber. Ja, Datei im Ziel ersetzen. Da sind jetzt nämlich von allen Feldern, die ja jetzt existieren, sind da schon die XML drauf. Dann ist die Log, sind die Errors in der Log nicht so lang. So, und jetzt kann ich das Ganze, dass es funktioniert, kann ich jetzt einmal zeigen. Ich benenne die jetzt nur einmal um, weil ich sie sonst in meiner Dingsliste ja schon wieder nicht finde. Titel, Tutmap. Konvertierung. Ob das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch ist, ist mir vollkommen Latte. Einmal speichern. Hier könnt ihr natürlich wieder die ganzen Pfade anpassen und so weiter. Habe ich bei meiner ja schon gemacht. Ne? Desktop ist auch ein netter Autorname. So, einmal schnell geändert. So, und dann hoffe ich, dass er den LS jetzt korrekt startet. Ich halte dafür auch mal kurz meine Klappe, weil sonst hackt er bestimmt wieder meine Stimme ab oder sowas. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel, hoffe ich. Ja, doch, er lädt. So, Karriere. Also hier oben 1.2, gerade frisch rausgekommen. Ich weiß nicht, das muss seit heute Morgen irgendwie sein. Machen wir mal bei 0 beginnen. Was soll der Mist jetzt hier? Naja, nehmen wir die hier, weil die ist identisch damit. Habe ich es nicht gespeichert? Ich glaube, ich habe vergessen zu speichern, ich Trottel. Naja, egal, funktionieren tut es trotzdem, weil es genau dieselbe Karte ist, weil ich daraus ja gerade meine Sachen übernommen habe. Oh, schon geladen. Ja, ist egal, welchen Charakter er hier hinnimmt. So, jetzt haben wir hier natürlich nichts. Der Händler ist jetzt auf der Karte, die ich natürlich runtergeladen habe, schon fertig verbaut. Das heißt, hier kann man jetzt einfach einmal kurz ein Auto mopsen. Machen wir es schwarz, das sieht schicker aus. Chromfelgen sind immer geil. Der Wagen hat 300 PS, okay. So, und dann können wir jetzt ja einmal die Lok durchgehen. Und hier ist alles soweit lokfehlerfrei, wie wir jetzt sehen. Und hier sehen wir jetzt auch schon, dass hier jetzt alles soweit übernommen wurde, die ganzen Felder sind alle drauf. Feld 43 war, glaube ich, eins der Startfelder jetzt gerade, also temporär festgelegt, weil ich die noch nicht komplett konvertiert habe. Eigentlich wären das hier unten die beiden Felder. Ja, aber hier sieht man jetzt schon, dass das alles soweit übernommen wurde. Hier sieht man das alles. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, um den es ja hauptsächlich geht. Und zwar fahren wir jetzt einmal schnell los. Fahr, fahr, fahr. Der KI-Verkehr ist auf der Karte, die ich hier verwendet habe, übrigens auch schon drauf. Aber nur der von dem Dingens, von der vorgefertigte aus der IP-Karte, der nicht gelöscht wurde. So, und dann kommt hier vorne jetzt gleich die Straße. Und jetzt ist das natürlich nicht, hallo, nicht entfernt. Das ganze Gras hier drüber, aber hier sehen wir schon, dass das Ganze jetzt schon funktioniert hat. Ich mache mal kurz den Ton leiser. Und jetzt sehen wir schon, dass hier die ganze Straße an sich komplett drin ist und dass das auch alles richtig ist und dass das auch alles so seine Richtigkeit hat. Da verschwindet ein Auto durch den Fußboden. Und das soll ja auch alles so sein. Jetzt fahre ich nur mal kurz da hinten zu der Kreuzung, wo man das dann richtig sehen konnte. Hier sieht man aber schon, dass links und rechts auch diese Kanten sind und dass die Texturen alle richtig angezeigt werden. Die Brücke haben wir jetzt hier nicht mit exportiert, aber hier ist der Bürgersteig, hier ist er nur auf der linken Seite. Das ist halt in echt so, weil die Karte wird 1 zu 1 nachgebaut aus dem echten Vorbild. Hier sieht man aber schon, hier waren ja jetzt auf der einen Seite zum Teil keine Bürgersteige dran. Hier sieht man, dass die gesamte Kreuzung alles richtig ist. Da drüben die Straße, die wurde ja komplett falsch angezeigt. Die hat ja gar keine Umrandung gehabt in der letzten Version, sage ich jetzt mal so.
Also keine links und rechts, keine Begrenzungslinie. Hier ist der ganze Bürgersteig und so weiter. Kurzum, das funktioniert alles. Und hier sieht man auch, dass halt auch das Terrain und so weiter, dass das alles funktioniert. Zumindest fahre ich ja gerade über irgendwas drüber. Von daher, das hat ja alles schon so seine Richtigkeit. Nur, ja. Das hat er halt im Editor, zeigt er das jetzt gerade, weil das halt alles aktualisiert wurde, nicht korrekt an. So, und ja, eigentlich war es das jetzt auch schon mit dem Ganzen. Weil mehr kann ich da jetzt nicht zu zeigen. So könnt ihr halt eure Texturen, ups, alle einzeln übernehmen und so weiter. Und wenn es dann da irgendwelche Bugs gibt, dann müsst ihr dann halt gucken, dass ihr das in die richtigen Dateien einsortiert und so weiter. Das ist auch ein bisschen Learning by Doing, beziehungsweise Experimentieren. Und naja, wo bleibt denn sonst auch der Spaß? Ne? Wenn man keine Fehler macht, kann man auch nichts lernen. Ja, und damit wäre ich jetzt am Ende mit meinem Latein. Den Spline Street Constructor, dafür brauche ich jetzt zum Beispiel auch kein neues Video machen, weil der 1:1 so verwendet wird wie im alten LS, weil er jetzt wieder funktioniert. Und sobald der Editor halt aktualisiert wurde, kann er das halt. Und jo, damit war es das schon. Und damit habe ich jetzt eigentlich alles gezeigt, was man zeigen kann. Wie ihr halt dann irgendwie eure Dateien hier und so weiter, die DDS-Dateien hier mit dem Preview und so weiter, das ist jetzt auch nichts, das hat, ist alles gleich geblieben vom LS. So, und dann, ja, bedanke ich mich dafür, dass ihr euch das Ganze hier angetan habt, diese halbe Stunde, und ich euch das alles einmal gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ihr kriegt das jetzt hin, das alles einmal zu konvertieren. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Mal gucken, worum es da, wo es dabei darum geht. Dann, und ja, bis dann, ne? Ciao!